Okay, wir haben also jetzt schon die relativistische Masse jetzt gesehen. Aber was ist eigentlich mit der Energie? Relativistische Energie, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. In der klassischen Mechanik haben wir schon gelernt, Masse, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit ist weitaus kleiner als Lichtgeschwindigkeit. Und die kinetische Energie ist dann 1/2 mv². Aber in der Relativitätstheorie ist es ja schon ein bisschen anders. Da haben wir die Masse, die plötzlich geschwindigkeitsabhängig ist. Wir haben eine Geschwindigkeit, die annähernd Lichtgeschwindigkeit ist. Und was ist jetzt die kinetische Energie? Um uns das ein bisschen näher anzugucken, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Und zwar, wir haben ein Objekt. Und dieses Objekt, das schieben wir jetzt mit der Kraft F an. Und damit kommt das Objekt die Geschwindigkeit V. Und V, das ist immer noch nicht C, aber es kommt schon nah ran. So, was ist eigentlich eine Kraft? Eine Kraft ist doch der Impuls nach der Zeit abgeleitet. Das heißt, F ist gleich dp nach dt. Und kinetische Energie ist das Integral über die Kraft dx, und zwar von 0 bis s. 0 bis s, das ist die Strecke, auf der wir jetzt diese Masse und dieses Objekt dort anschieben, unsere Kraft. Jetzt setzen wir mal dieses dp nach dt für f hier ein. Dann steht hier Integral von 0 bis f dp nach dt dx. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Ausdruck hier im Integral näher an. Also, das Integral von 0 bis f s dp nach dt von dx, das können wir auch schreiben als Integral von dx nach dt mal dp. Und wenn wir soweit sind, dann können wir das ja hier sagen, dx nach dt, das ist doch v. Also v dp. Das heißt, wir müssen schon das Integral von der Geschwindigkeit nach dp. Wenn wir jetzt soweit sind, dann gucken wir uns mal an, was eigentlich dp ist. Also dp. Dp ist dp nach dv dv. Da haben wir noch nicht viel verändert. Und wenn wir uns das jetzt hierfür angucken, für unser Integral, dann können wir es auch so schreiben. V dp nach dv dv. Gut. Jetzt wollen wir aber noch was einprägen. Und zwar, wir sagen jetzt, was ist eigentlich der Impuls? Der Impuls, der ist doch Masse mal die Geschwindigkeit. Und da bei uns ja die Masse geschwindigkeitsabhängig ist, sagen wir mv. Nun wollen wir das Ganze jetzt mal dort mit einbauen, aber dafür müssen wir noch mal einmal kurz wischen. So, kleine Wischpause ist vorbei. Ihr seht, sind wir noch jetzt hier unser Integral v mal dp nach dv dv. Und unser Impuls, das ist ja mv mal v. Und jetzt setzen wir doch das Ganze jetzt mal hier ein. Also dp nach dv. Das ist doch dann einmal dmv nach dv plus, also wir haben das v noch vergessen, plus mv mal dv nach dv. Das Schöne ist ja jetzt, dv nach dv, das ist 1. Das heißt, was hier steht, na, wir schreiben das ja ein bisschen tiefer, ist dann dmv nach dv mal v plus mv. So, was war nochmal mv? Wo muss das nochmal hinschreiben? Also, mv, das war m0, die Ruhemasse, durch 1 minus v durch c in Klammern zum Quadrat. Das war hier unser Faktor Gamma, wenn ihr euch erinnert. Wenn wir jetzt soweit sind, können wir das Ganze noch ein bisschen hübscher schreiben als eine Zeile, weil wir müssen es nachher mit hier reinbasteln. Dann schreiben wir es mal so auf. M0 mal, Klammer auf, 1 minus V durch C zum Quadrat und das Ganze hoch minus 1/2. 1 durch die Wurzel, nur einfach jetzt mal als eine Zeile geschrieben. So, wenn wir jetzt hier sind, dann basteln wir das doch jetzt endlich mal hier in diesen Punkt ein. Also, was ist jetzt dmv nach dv? Das heißt, wir müssen jetzt diesen Teil jetzt hier nach dv ableiten. Dann steht dort m0 mal minus 1/2. Jetzt kommt hier unsere Klammer hin.
also 1 minus v durch c zum Quadrat hoch minus 3 halbe und dann noch die innere minus 2v durch c Quadrat. So, und was meint ihr, was kommt jetzt? Klar, jetzt bauen wir das alles wieder rückwärtig dort oben ein. Das heißt, wir können das ja eigentlich noch ein bisschen kürzer schreiben. Ja, man sollte immer so ein bisschen aufräumen, wenn man dabei ist. Das heißt, was hier steht, ist m0 mal v durch c Quadrat 1 minus v durch c zum Quadrat hoch 3 halbe. Dann wollen wir das Ganze jetzt mal da oben einbauen. Und dann steht hier dp nach dv. Ist gleich, dass dm nach dv, das haben wir jetzt hier berechnet, also schreiben wir es direkt hin. M0 v durch c. Wir haben ja hier ein v stehen, das v, das packen wir direkt jetzt mit hinzu. Dann haben wir also auch hier v Quadrat durch c Quadrat oder v durch c zum Quadrat. Dann kommt unsere Klammer. 1 minus v durch c zum Quadrat hoch minus 3 halbe plus. Und jetzt haben wir hier unser mv stehen. Das mv haben wir hier ausgedrückt. Also plus m0 1 minus v durch c in Klammern zum Quadrat hoch minus 1 halb. Wenn wir das Ganze jetzt uns anschauen, können wir ein bisschen was ausklammern. Nämlich m0. Wir packen das Ganze ein bisschen zusammen. Dann steht hier noch 1 minus v durch c zum Quadrat, Klammer zu, hoch minus 3 halbe. So haben wir also jetzt schon dp nach dv ausgedrückt. Jetzt müssen wir mal einmal wischen und dann gucken wir uns mal an, ob wir das Ganze jetzt einsetzen können für die kinetische Energie. Okay, kurze Wischpause vorbei. Jetzt setzen wir alles, was wir jetzt gerade herausgefunden haben, in unsere Gleichung für die kinetische Energie ein. Also, die kinetische Energie, E kin, war ja, soweit waren wir ja schon mal, das Integral 0 bis u, v dp dv mal dv. Jetzt setzen wir alles ein, was wir herausgefunden haben. Das m0, das ziehen wir uns nach vorne, das wird uns nicht mehr viel machen, die Ruhmasse. Und dann haben wir jetzt hier stehen, v mal 1 minus v durch c in Klammern zum Quadrat hoch minus 3 halbe in dv. Und jetzt haben wir ein Problem, und zwar, jetzt haben wir hier drin etwas stehen, diesen Ausdruck hier, den schreiben wir uns gerade nochmal einzeln hin. V mal 1 minus v durch c zum Quadrat hoch minus 3 halbe. Das nennen wir einfach jetzt mal Funktion f von v. Und wenn wir jetzt hier sind, dann bräuchten wir jetzt, wenn wir es integrieren wollen, ja, eine Stammfunktion. Sowas guckt man sich in Büchern nach, wo solche Wurzelfunktionen drin stehen. Und wenn man das gemacht hat, dann sieht das so auf. Also die Stammfunktion davon lautet c Quadrat mal 1 minus v durch c in Klammern zum Quadrat hoch minus 1 halb. Und jetzt haben wir also unsere Stammfunktion von unserem Ausdruck hier im Integral gefunden. Wenn wir das Ganze jetzt mal wieder einbauen, dann ist die kinetische Energie gleich m0 von 0 bis u v1 minus v durch c zum Quadrat hoch minus 3 halbe dv, was da oben schon steht. Und jetzt ist es ja m0 mal die Stammfunktion von der oberen Grenze minus der Stammfunktion von der unteren Grenze. Ganz normale Integralrechnung bis hierhin. Jetzt dürfen wir das Ganze ausrechnen. Wir haben ja jetzt unsere Stammfunktion, die ja da stehen, setzen dann dort für das v das u ein und wir bekommen Folgendes raus. Also unser m0, hier haben wir es, mal c Quadrat 1 minus u durch c in Klammern zum Quadrat hoch minus 1 halb, das ist eben noch diese 1 durch die Wurzel, minus m0. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt da 0 einsetzen, dann fällt dieser Teil jetzt hier weg. Das heißt, wir haben nur noch unser c Quadrat noch da stehen. So, das heißt, wir haben also m0 c Quadrat minus m0 c Quadrat. Nur noch dieser Ausdruck hier vorne, noch mit da dran.
Und was das ist, da kommen wir jetzt gleich noch hinzu. Wenn ich mir das Ganze jetzt ein bisschen ausschreiben, dann steht hier einmal m0c². Und das ist dann die Wurzel hier, 1 minus u durch c zum Quadrat minus m0c². Und diesen Ausdruck hier unten, den schauen wir uns jetzt nach der nächsten Wischpause noch mal ein bisschen genauer an. So, wir haben jetzt die Energie nochmal hingeschrieben und was sehen wir eigentlich jetzt hier? Also, gucken wir das Ganze nochmal an. Kinetische Energie ist gleich das hier hinten, na, erkennt ihr das schon? Das ist doch unsere Ruheenergie, also unser E0. Und was ist das hier? Also anscheinend, wenn man von irgendeiner Energieform hier die Ruheenergie abzieht, bekommt man die kinetische Energie. Das hier ist die Gesamtenergie, E. So, wenn wir jetzt so weit sind, dann können wir das Ganze ja mal nach E auflösen. Also, was ist eigentlich die Gesamtenergie? Die Gesamtenergie ist dann unser M0 durch C Quadrat und dann hier die Wurzel 1 minus U durch C in Klammern zum Quadrat. Okay, vielleicht kann man schon was erkennen. Und zwar, das hier, dieser Ausdruck hier, ist doch genau unsere geschwindigkeitsabhängige Masse, also unser mv. Das heißt, was hier steht, ist mv mal c Quadrat e. Und verkürzt sagt man auch dazu gerne e gleich mc Quadrat, die berühmte Formel von Einstein. Jetzt wisst ihr auch, wie man letztendlich auf diese Formel kommt.